Ja, liebe Hundefreunde, jetzt ist es soweit. Die Erde spritzen bei meinem Nachbarn. Wunderbares Wetter, Sonnenschein und kein Wind. Nicht wie letztes Mal, als ich das machen wollte und nicht spritzte. Hier, mit Kamina. Unkrautbekämpfung in der Wintergerste. Ich spritze 2,5 Liter die Hektare. Jawohl. Genau 3 Liter auf 120 Aren. Die Fläche ist 1,2 Hektar, die ich an meinem Nachbar spritze. Das ist zugleich auch die letzte Spritzung in diesem Jahr. Nachher wird die Spritze gereinigt und eingestellt werden. Für die Straßenfahrt hebe ich da den Balken immer auf maximale Höhe. Ich habe da 3 Meter Breite. Wenn ich da ganz hinauf hebe, geht es einfacher auf der Straße zum Fahren. Die Autos passen um und durch. Echt wunderbar bei so schönem Wetter und windstill zu spritzen. Da muss man manchmal lange warten, dass es so windstill ist wie jetzt. Wunderbar! Ich fahre mit 6,5 Stundenkilometer, spritze 300 Liter die Hektare mit 3 Bar Druck. So, jetzt wird die Spritze durchgespült. Das Abwasser läuft bei mir in die Füllegrube. Spüle da durch, dann kommt noch ein Reinigungsmittel rein und noch einmal durchspülen und dann wasche ich. Wird die noch mit dem Hochdruckreiniger gewaschen. Leider kann ich nicht mit heute starten mit Waschen. Der Hochdruckreiniger Schlauch ist kaputt. Der muss zuerst noch repariert werden. In einem offenen Wagenschopf. Einfach unter Dach, aber offen, nicht isoliert, kalt. Ja, auf Berndeutsch sagt man Wagenschopf. Auf Hochdeutsch weiß ich gerade nicht. Ja, das Reinigungsmittel, das ich verwende, ist Agroclean von Omnia. In der LG Genossenschaft gekauft.